Der 5. Februar 1998 wird wohl für eine niederösterreichische Gemeinde für immer in die Geschichte eingehen. Die weltberühmte britische Rockband Queen spielte auf der Bühne des Nikodemus ein legendäres Konzert, von dem die Purkersdorfer bis heute mit Begeisterung schwärmen. Zu Ehren des Starregisseurs Rudi Dolezal, der jahrzehntelang mit den Weltstars zusammenarbeitete, kamen Queen extra aus London eingeflogen, um auf diesen Brettern für Rudis 40. Geburtstag aufzuspielen. Rudi, are you ready? Friends will be friends when you're in need of love, they give you care and attention. Friends will be friends when you're through with life, when all hope is lost, hold out your hand. Der 5. Februar 1998 war einer der schönsten Tage meines Lebens, ganz einfach. Meine Freunde von Queen sind aus London eingeflogen, ohne dass sie hier irgendeine Verpflichtung gehabt hätten, keine Fernsehshow, kein Konzert, gar nichts, auch sonst nichts beruflich, nur um Danke zu sagen für viele Jahre Zusammenarbeit, weil die vielen Queen-Videos, die ich das Privileg hatte, machen zu dürfen, und haben hier gespielt für mich. Und nachdem ich in Burkersdorf gewohnt habe, war klar, und sozusagen das Nikodemus sozusagen für mich wie ein erweitertes Wohnzimmer war klar, die müssen in Nikodemus spielen. Und so habe ich meinen Freund Niki Neunteufel gefragt. Und wir haben hier genau auf dieser Bühne, wo ich jetzt stehe, hier stand Brian May, Roger Taylor, Spike Adney von Queen etc. und viele, viele andere Stars. Und als sie dann wirklich auf der Bühne standen und gespielt haben, und als sie auch noch Hang On, Snoopy Hang On in Hang On Rudi umgetextet haben als Überraschung, bin ich da an der Ecke unter der Bühne gestanden in einem, wie ich heute meine, geschmacklosen Sakko. Und es sind mir die Tränen der Freude runtergelaufen, weil das war so ergreifend und so irrsinnig berührend und emotional, dass es einfach, das war wie Weihnachten und Neujahr zusammen. Ja, also wir haben hier ganz spezielle Erinnerungen an einen einzigartigen Abend. An den 5. Februar 1998 war ein unvergessliches Ereignis. Der Rudi Dolezal hat seinen 40. Geburtstag bei uns gefeiert und als ganz besondere Überraschung für ihn kamen damals die großen Stars von Queen zu uns zu ins Nikodemus und haben ein unvergessliches Konzert für ihn gespielt. Friends will be friends when you're in need of love, they give you care and attention. Ich bin sehr dankbar, dass der Niki Neunteufel jetzt sozusagen hier eine Gedenktafel und einen kleinen Queen Corner macht. Ich finde das schon, viele Leute, die dabei waren damals, und das sind sehr, sehr Prominente im Publikum gewesen, wie man an den Fotos und Zeitungsberichten von damals sieht, viele Leute, die damals dabei waren, sind heute noch begeistert. Und ich kenne Leute, die ein paar Meter von Brian May weggestanden sind und für die das heute nur einer der tollsten Tage ihres Lebens war. Es ist einfach sozusagen, für wen spielt schon Queen zum 40. Geburtstag und kommt extra aus London eingeflogen? Also bitte, hallo, so schlecht war das nicht. Und wenn die das natürlich ist dieser Geburtstag jetzt auch der Geburtstag, wo mein Buch My Friend Freddy fertig ist. Noch nicht erhältlich, aber bereits fertig. Kann man auch unter www.myfriendfreddy.com vorbestellen. Und ich habe mir für die Fans und für die Freddie Mercury Fans und für die Queen Interessierten was Besonderes überlegt. Man kann jetzt schon gegen einen kleinen Obolus von 10 Dollar Anzahlung, also ungefähr 8 Euro, ein Buch vorbestellen mit der Signatur des Autors, also meiner Wenigkeit, und einer Widmung, die man sich aussuchen kann. Und man wird die allerersten, die, wenn das Buch gedruckt ist, ihre Bücher bekommen, sind die jetzt vorbestellen. Außerdem, um die Wartezeit zu verkürzen, werde ich vermutlich sogar im Nikodemus Livestreamings machen, wo ich Teile des Buches lese
Das kriegen auch nur die Leute, die vorbestellt haben. Und dann kriege ich noch einen Backstage-Pass, natürlich einen goldenen, weil ich danach eine sogenannte Booktour machen werde über die ganze Welt, wenn man wieder reisen kann nach Corona. Und mit dem Pass haben sie sozusagen ein Meet and Greet und treffen wir uns und Selfie und Foto und was weiß ich. Also das ist ein ganz nettes Package. We'll be right back.